Zu einem Testspiel fand sich die nigerianische Nationalmannschaft im Schwechater Stadion ein. Länderspielatmosphäre im Rudolf-Tonn-Stadion. Rund 700 Zuschauer verfolgten gespannt das Duell zwischen Tschechien und Nigeria. WM-Teilnehmer Nigeria absolvierte mit dieser Partie den letzten Test, ehe es zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Russland geht. Die fußballbegeisterten Zuschauer erlebten internationales Top-Niveau hautnah. Soviel ich weiß, sind heute 230 Millionen Euro auf dem Schwechater Platz heute oben, Transferwert von den Spielern. Ja, ich glaube, da können wir uns einiges anschauen in allen Bereichen. Warum wurde gerade Schwechat für dieses Testspiel ausgesucht? Der Fußballverband hat vor 3-4 Wochen bei uns angefragt, waren auch andere Plätze und Stadien im Gespräch, hat sich aber dann doch für unser Stadion entschieden, weil die Infrastruktur, die Plätze tadellos sind und dementsprechend war dann die Entscheidung, hier das Match auszutragen. Das Ganze wird nach Afrika, nach Amerika übertragen, in 800 Sportstudios, Wettbüros, habe ich gehört vom Dejan Mladenov. Ein super Werbewert für Schwechat da und immer wert zum Zuschauen und auch ein packendes Spiel. Schwechat kann sich präsentieren. Es sind der bekannte Nerd da im Stadion, freut sich und wie gesagt, das wird übertragen und für Schwechat ist es sicher ein Vorteil. Ganzl hat eigentlich vom Aussteigen beim Puls, da wirklich, wenn solche Stars einmal Haut noch drauf ist, das ist schon was Eigenes. Und es ist ein wunderbares Erlebnis heute. Wie war es heute? Stressig ein bisschen. Aber es ist alles im grünen Bereich gewesen. Wir haben das alles in guter Hand gehabt. Wenn Sie normalerweise auf der Trainerbank unten sitzen, dann haben Sie nicht viele Zuschauer. Heute ist das Stadion ziemlich voll. Ja, das dürfen wir uns auch einmal wünschen. Aber vielleicht können wir nächste Saison ein bisschen dazu beitragen, dass wir wieder mehr Fans ins Stadion locken. Das nigerianische Nationalteam verpatzte die Generalprobe vor der Weltmeisterschaft und verlor durch diesen Treffer der Tschechen mit 0:1.